der letzte Redner zu diesem Punkt ist Elmar Mayer von der SPÖ. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich darf mit einem Dank beginnen an Sie, Frau Ministerin, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist, nach dem, was man in der letzten Regierungsperiode auf Schiene gebracht hat. Ein Bereich ist ja jetzt erfolgreich überstanden mit der neuen Zentralmatura. Da redet jetzt heute kein Mensch, da wird kein Schimpfwort mehr rausgeteilt, wie es noch war vor wenigen Wochen. Das wird zur Nagelprobe werden und Rücktrittsaufforderungen an Sie, Sie können euch erinnern. Und es wird noch einige Stolpersteine geben, auch bei der neuen Matura. Aber dass der Weg richtig ist, die Meilensteine, die wir hier gesetzt haben, glaube ich, sind ganz entscheidend. Und auch der zweite Bereich, der im Schatten der neuen Matura abgelaufen ist, nämlich die Bildungsstandards für die Volksschule, für die Zehnjährigen, die einfach genauso professionell abgewickelt wurden und gut abgewickelt wurden und ein wichtiger Meilenstein sind für uns zu wissen, welche Kompetenzen haben unsere Zehnjährigen. Auch das ist ein wichtiger Schritt, auch wurde hier von einigen belächelt. In der Zwischenzeit ist das Selbstverständlichkeit. Und so wird es auch mit der neuen Pädagoginnenausbildung sein. Und es freut mich, Sie wissen, ich bin ein sehr engagierter Kämpfer für die Schulautonomie. Es freut mich daher auch besonders das Buch. Ich möchte mich auch bedanken dafür beim Kollegen Strolz für die Zusammenstellung dieses Werkes. Überhaupt die Arbeit im bildungspolitischen Bereich der NEOS unterscheidet sich sehr erfreulich von anderen Oppositionsparteien. Ich komme da noch ganz kurz darauf zurück. Weil uns inhaltlich ja nicht viel auseinander dividiert. Man kann natürlich suchen, wo gibt's, man kann aber auch Gemeinsamkeiten suchen. Und so meine ich es auch bei dem Antrag, den der Kollege Walser so hier behauptet hat. Der hat der Mayer sicher vergessen, was er in Fradelberg draußen versprochen hat. Ich kann Sie trösten, Herr Kollege Walser. Dem Kollegen Sieber habe ich ihn heute übergeben, der Ministerin noch einmal übergeben, zum sagen, wenn das am Freitag dann gut ausgeht mit schwarz-grüner Regierung, ich nehme an, dass das ja kommt, und die Zitate sind alle da vom neuen Vizekanzler Mitterlehner, der beim Parteitag erklärt hat, er wird einer Modellregion nicht entgegenstehen, die Ministerin sowieso zum Antritt erklärt hat, wenn der Landeshauptmann kommt, das will, werde ich das unterstützen, selbst der Christoph Weibel von den Blauen, der neue Bildungssprecher, nicht nur die alte Bildungssprecherin, sagt, wir brauchen diese gemeinsame Schule, wir brauchen den Modellversuch, also Richtung FPÖ. Die Lehrerschaft sowieso, in Fradelberg ist der Boden aufbereitet. Ich bin überzeugt, dass wir gut gehen. Und ich kann Sie trösten, Herr Kollege Walser, mögen Sie noch so viel politisches Kleingeld verdienen wollen. Der Antrag ist vorbereitet und wenn am Freitag das positiv ausgeht, wird so schnell, können Sie gar nicht schauen, wird der Antrag hier beschlossen sein und die Modellregion Fradelberg kann aufblühen. Dankeschön.